Ja, servus YouTube, hallo und herzlich willkommen zu eurem BNHDX und heute gibt es ein kleines Informationsvideo. Bevor wir dazu aber kommen, im Hintergrund seht ihr es vielleicht, Black Ops 2 ist am Start. Und wieso Black Ops 2? Ja, ich habe es mal wieder eingelegt und habe auch einen recht nice Score gerissen. Map war, ich keine Ahnung wie die war, also Plaza heißt sie. Mit der Waffe PDW, Aussätze waren erweiterte und Schalldämpfer. Als Perks hatte ich Hardliner, Geist, Plünderer, Gewandtheit und die Killstreaks war die Drohne, der Orbit und die Hundestaffel. Recht nice, das Score von 42 zu 3, also bin ich echt nicht zufrieden, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas reiße. Plus mein erster Tod, den ich weiß nicht, wie viel der geschluckt hat, auf jeden Fall, ihr werdet sehen. Und ja, das Video, was ich heute machen werde, wie gesagt, schon angekündigt, wie ihr es vielleicht auch lest in der Überschrift, es ist ein kurzes Informationsvideo, nämlich dazu, dass mich viele angefragt haben, sage ich jetzt einfach mal so, ja, wie kann man denn in einen Clan und kann man überhaupt in einen Clan und wieso? Also dann habe ich immer gesagt, ja, nee, geht nicht, ist ein Real-Clan. Und dann meinten die, ja, aber komm, mach, du bist auch YouTuber und das finden die Abonnenten bestimmt auch cool. Und da habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Die Abonnenten finden es bestimmt cool, mal mit einem YouTuber zu spielen. Ich bin jetzt nicht der Größte, klar. Es soll jetzt keine Ehre sein oder sowas, aber ich glaube schon, dass es für euch etwas Lustiges, Amüsantes wird, wenn ihr mit mir zusammen spielen könnt. Und zwar habt ihr, wie gesagt, gerade schon verraten, ihr habt die Möglichkeit, mit mir zusammen in meinen HDX-Clan zu kommen. Und die Voraussetzung für dieses Vornehmen ist, ihr müsst Abonnent von mir sein. Also ein aktiver Abonnent, jetzt nicht einer, der, was weiß ich, das und das mal macht. Also ihr müsst ein aktiver Abonnent von mir sein, weil ich weiß, dass mindestens 25% meiner Abonnenten nicht aktiv sind, also von daher enttäuscht mich zwar ein bisschen, aber naja, ist jetzt ja auch egal. Und also wie gesagt, ihr müsst Abonnent von mir sein und ihr müsst, wenn ihr auf eure elite.callofduty.com Seite geht, gleich an der Anmeldung, also nach dem Anmelden kommt ihr auf oder werdet ihr auf eine Seite weitergeleitet und da diesen Link, den müsst ihr mir per Privatnachricht schreiben, nämlich also an mich und dann betreff Clan-Anfrage oder einfach nur Clan oder sowas. Auf jeden Fall, diesen Link müsst ihr mir dann schicken, damit ich auf euer Profil gehen kann, weil ich mache mir bestimmt nicht die Mühe, unter jedes Kommentar auf deren Account zu gehen, dann gucken, wie sie bei Elite heißen und dann die einzuladen. Diese Mühe mache ich mir nicht, nein, das ist, finde ich ehrlich gesagt, auch, na, was heißt unverschämt nicht, aber keine Ahnung, würde ich nicht machen, also keine Ahnung, mache ich einfach nicht. Und deswegen müsst ihr mir einfach nur diesen Link da schicken. Ich meine, das ist jetzt nicht zu viel verlangt, einfach mal sich bei Elite da anmelden. Oder ihr seid ja wahrscheinlich schon bei Elite angemeldet, ihr wartet bestimmt schon mal einen Clan, also daher einfach diesen Link mal nehmen und den kopieren und mir als Nachricht senden. Und das war's eigentlich dazu. Also es ist halt nur ein kurzes Informationsvideo, dass ihr meinen HDX-Clan könnt. Ihr müsst ja eine Nachricht schreiben, wie gesagt, mit dem Elite-Link. Ihr müsst ein Abonnent von mir sein. Und ich denke mal, das war das eigentlich. Also es ist ein, also ihr müsst nicht viel, sag ich mal, für mich tun, um in den Clan zu kommen. Und ich finde es eigentlich eine sehr schöne Sache, weil zu den einen kann ich meine Abonnenten unterstützen. Wenn sie da mal irgendwelche Fragen haben, dann kann man das mal so regeln. Wenn dann, oder keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand Bock hat, ey, guck mal, Bier in das Ohren, lass mal mit einem YouTuber spielen. Also es soll jetzt, wie gesagt, keine Ehre sein, mit mir spielen zu dürfen. Bloß ich finde es doch schon recht nice, wenn ich mit meinen Abonnenten spielen kann. Also nicht immer nur mit den gleichen, was weiß ich, auch mit den anderen. Und auch nachmittags um, was, oder morgens um 3 oder sowas, nicht nur mit Orange oder mit Mango ab und zu oder Papaya, naja, das geht ja. Also nicht nur mit den 2-3 Leuten, sondern auch mal ein paar Abonnenten von uns, oder von mir eher gesagt. Und das wäre eigentlich recht nice, weil ich das richtig, also ich würde das richtig geil unterstützen, würde ich das, dass ihr mit mir spielen könnt, dürft. Und tja, das Einzige, was da jetzt noch wäre, ihr könnt mir dann ja, sag ich mal, wenn ihr PlayStation da im Clan seid, könnt ihr mir ja eigentlich rein theoretisch eine Freundschaftsanfrage schicken. Diese werde ich aber ablehnen, aus anderen Gründen. Und ja, wie gesagt, das war's eigentlich. Also, ihr könnt mir halt keine Freundschaftsanfrage schicken. Ich sag jetzt nochmal ganz kurz für die Leute, die es jetzt wieder nicht gecheckt haben. Also, ihr müsst Abonnent von mir sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ihr müsst euren
elite.cockofduty.com. Diesen Link packe ich unten nochmal in die Beschreibung rein. Profil-Link schicken. Dann werde ich euch einladen und ihr könnt mit mir zocken, wann ihr wollt, wie ihr wollt. Bloß nicht zu spammen, Alter, wer mich zu spammt, der kriegt welche auf den Maul. Nein, kriegt er nicht, aber naja. Und das war es eigentlich, wie gesagt, schon von mir. Kleines Informationsvideo, so dass ihr wisst, dass ich nicht tot bin, auch noch lebe. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es nur ganz, ganz kurz ist. Und ich werde hier jetzt einfach mal ein bisschen Musik anlegen und ich hoffe, euch gefällt es, dass ich mal wieder Black Ops 2 drangenommen habe. Mir selber hat das Spiel jetzt ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht spiele ich die nächsten Tage das ja auch mal wieder. Und ja, schaut doch einfach mal in die Beschreibung, da ist auch nochmal der Christian, der Bad Name drin. Wäre nice, wenn ihr einen Abonnent da lassen würdet. Und haut da rein, eure Werner HDX, bis zum nächsten Mal.